jedes gute Konzert beginnt es erst einmal mit einem Megastau und einer Parkplatzsuche. Ja, das kannte ich bis jetzt auch noch nicht, aber die Polizei hat uns erlaubt, hier tatsächlich auf der Abbiegespur zu stehen, weil die direkt zum Stadion geht und die sowieso nicht benutzt wird. Also die letzte Möglichkeit zu parken. Und das 5 Minuten, bevor die Show beginnt. Wir sind auf dem Weg zum Rammstein-Konzert, das erste große Event jetzt für Max Mika tatsächlich. Und ja, wir freuen uns tierisch. Wir werden allerdings zu spät kommen, weil 19:30 soll es losgehen und wir haben gerade erst das Auto abgestellt und es ist irgendwie 5 Minuten vor. Ja, 5 Minuten. Aber genau, aber das ist jetzt die Vorband, die als erstes kommt und der Hauptberg wird gegen 8:30, 8:45 auftreten. Von daher alles noch entspannt, oder? Ja. Genau, Song Sonne, wenn das Stadion fast abgefackelt ist. Hier wird geklotzt, hier wird richtig geklotzt. Weiter, weiter, weiter! Du willst ja was sehen! Respekt! Ich war in Auto. Ich schon mal meine Kamera aufnehmen? Ja, musst du nicht, Mika. So, jetzt stehen wir hier in der Arena, Mika, und gleich beginnt die Show. Bist du schon aufgeregt? Total aufgeregt. Okay. Ja, ich auch. Das letzte große Event ist jetzt 25 Jahre her. Michael Jackson auf dem Nordmarktsportfeld, dass ich so eine Größe tatsächlich das letzte Mal erlebt habe. Jetzt. Achtung, jetzt. Yeah.
stumpfe Klänge gut und recht. Doch ich komme stark von mir geschreckt. Und sich auch mit der Ohnmacht dämpft. Ich esse weiter und erkrämpft. Und so liebevoll, kaum noch verlagert verwirrt.
rein! Yeah.
Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden, bevor die Sonne wieder lacht. Bin ich doch schon längst verschwunden. Yeah.
So, das Konzert ist zu Ende und die Kamera ist auch leer geworden, genau beim letzten Lied. Deswegen muss ich das jetzt mit dem Handy einmal filmen. Ich hoffe, das tut der Qualität jetzt nicht unbedingt so einen Riesenabsprung. Und Miki, wie hat dir das Konzert gefallen? Bestes. War das bestens, oder? Ja. War mega heiß in der Feuerzone. Und jedes Mal, wenn Feuer kam, hat man das Gefühl gehabt, man versenkt sich die Augen drauf. Und ja, mega Konzert. Ja, Hendrik, gerne nochmal. Wenn du nochmal kommst.